Hallo Leute, heute will ich euch mal einen richtig großen Klassiker, ein Kultgerät vorstellen aus der Geldspielerszene 80er Jahre, ganz frühe 80er Jahre. Und zwar habe ich hier den legendären Ur-Crown. Der erste Crown. Hersteller ist die Firma Bergmann gewesen, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, anno 2022. Auf jeden Fall der rote Ur-Crown, die Basis für alle folgenden Crown-Geräte. Und sensationell damals, 1981, als er Markteintritt hatte, die Risikoleiter links und rechts. Das gab es bis dato in dieser Form noch nicht. Links geht's los mit einem Kleingewinn, 40 Cent, und dann konnte man das hochdrücken oder hochpeitschen bis zu 80 Spielen. Da war noch keine Begrenzung drin bei 40 oder 50 Spielen. Da ging es noch richtig bis Ultimo. Und das zu schaffen, kostete dann schon mal ein paar 5-Mark-Stücke in der Regel. Wie es halt so war, ne? An diesen Dingern. Rechte Seite war die Obergrenze 48 Sonderspiele, was natürlich auch schon eine leckere Sache darstellte. Ein Spiel 30 Pfennig, Scheibengerät. Digitale Anzeigen, wirklich richtig straight und einfach zu verstehen aufgebaut. Und hier haben wir die große Ausspielung, die ich auch eigentlich nur hier bekomme. Es gab an den Seiten keine Ausspielung über die Kombination Krone 1,20, Krone 1,20 und in der Mitte die Krone wird diese Ausspielung ausgelöst. Und hier kann ich bis zu 100 Sonderspiele abgreifen. Aber wenn man hier guckt, im Tableau ist auch 3 und 5 und 6 drin, also kann man sich ausrechnen, was ziemlich wahrscheinlich hier am häufigsten gekommen ist. Und mit 3, 5 oder 6 kannst du natürlich nicht groß was gewinnen. Also war angesagt, hier wieder in die Risikoleiter zu gehen und dann hoch zu ballern bis zum Anschlag, damit es dudelt und das Geld dann auch hier oben aufgebucht wurde auf dem Münzspeicher. Hier hat man eine sogenannte Superchance mit eingebaut bei 6 und der Krone hat man nochmal eine schöne Ausspielung bekommen und manchmal hat dann auch da, hat es dann nochmal ordentlich geraschelt. Ja, ich bin ja eigentlich jemand, der hier Flipper-Videos einstellt, auch aus meiner Sammlung. Und warum heute mal ein Geldspieler, mal wieder? Ich habe ja ein paar Videos mit Geldspielern auch drin. Ja, die Dinger, die kommen meistens immer zu mir dann im Rahmen von Flipperkäufen. Und da sage ich natürlich nicht nein. Und so war das bei dem Crown auch. Ich habe natürlich sofort gesehen, Kultgerät. Aber der war nicht funktionsfähig. Er war nicht funktionsfähig. Ich nahm ihn trotzdem mit und er stand wirklich eine verdammt lange Zeit auch bei mir rum in der Garage. Bis ich jetzt dieses Gerät kürzlich im November 2022 mal einem fachkundigen Bekannten gegeben habe und der hat ihn wieder zum Leben erweckt. Die Kiste läuft, ich werde gleich mal auch das Gerät ans Netz nehmen und ja, macht halt Spaß, ne? Ist oldschool, aber macht Spaß. Er ist nicht umgebaut auf Euro, läuft noch auf D-Mark, aber man kann auch manuell aufbuchen hier hinten in diesem Bereich. Da dieses silberne Ding dahinter, da sitzen die Mikrokontakte, wo die Münzen rüberfallen und dann natürlich die Geldbeträge aufgebucht hat. Da musst du kurz mal den Kontakt betätigen, nicht zu lange, sonst denkt das Gerät, es liegt ein Betrugsversuch vor und bricht ab, dröhnt dann rum. Und beendet das laufende Spiel und ich glaube, die Kredite sind auch weg.
Ja, hier ein bisschen ist noch zu machen. Dieser Kasten ist so alt, der läuft mit Riemenantrieb, wie mir hier mein Kumpel da erzählte. Diese Scheiben werden über einen Riemen angetrieben und abgetastet. Man sieht ja diese Ausstanzung hier in den Scheiben, abgetastet über ein Opto. Hier hinten dann verbaut in diesen drei Halterungen. So hat er mir das erklärt. Das ist natürlich alles cool, aber auch oldschool. Und er meinte, obwohl hier auf diesen 1, 2, 3 Chips das Programm grundsätzlich drauf ist, kann man hier, glaube ich, manuell auch noch eingreifen durch Starten und Stoppen im richtigen Moment. Ich weiß es nicht, aber kann natürlich sein, mit Riemenantrieb, da ist eigentlich so ein gesteuerter Programmablauf, der eigentlich komplett vorgibt, wie das Spiel sein Leben also durchlebt und auch Sonderspiele gibt und so weiter, glaube ich, noch nicht gegeben. Ja, vollkommen ätzend hier, auch so ein Riesenthema an Flipperautomaten ist das Problem mit auslaufenden Batterien und Schäden durch Batteriesäure. Das war hier auch zu verzeichnen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo der Akku drauf saß. Auf jeden Fall, es sah gut aus, als er es runter hatte. Sind einem die Nackenhaare, haben einem die Haare zu Berge gestanden. Mensch, wo waren das? Ich glaube hier in dem Bereich, hier war irgendwo die Batterie mit drauf, in der Ecke hier, und das war ausgelaufen und hatte schon erhebliche Beschädigungen auf der Platine, hier auf den Leiterbahnen verursacht. Das hat man richtig gesehen, als man erst diesen gesockelten Chip hier runtergenommen hatte. Und aber ja, ist ein cooler Typ, der es drauf hat und der hat es halt wieder hinbekommen. Hier haben wir so einen Knopf zum Ausführen von verschiedenen Testprogrammen, die hier unten auf diesem Schild hier aufgedruckt sind, auf diesem Emblem. Und hier oben ist ein schwarzer Kasten drauf, der hat hier nichts zu suchen. Den hat ein Automatenaufsteller hier mal raufgebaut und ja. Er hat hier schon einen sechsstelligen Zähler genommen und der zeigt an 264.000 Spiele. Vielleicht hat er schon mal gedreht sogar, also 1 Million und Spiele sind hier rüber marschiert über die Kiste. Ich weiß es nicht, aber man rechnet sich das mal aus. Selbst 264.000. Das Ding funktioniert übrigens noch. Geteilt durch 30 mal 30 Pfennig. Das und dann natürlich abzüglich der Gewinne, aber da. Der hat schon sein Geld eingespielt, der Kasten hier. Hier von hinten sieht man die Risikotasten, Start-Stopp-Tasten. Die, ja, wenn man hier guckt, auf primitive Schalter gelegt sind Switches hier, wie so ein Flipper im Prinzip. Im elektromechanischen Flipper, ne, da ist nichts anderes verbaut. Also es ist halt frühe 80er, 1981, Markteintritt. Und eingeschlagen wie eine Bombe bei den Spielern. Hier hinten dann auch noch, ich weiß es nicht genau, wofür das alles hier im Einzelnen da ist. Spannungsversorgung, denke ich mal, hier mit den Kondensatoren und so weiter. Hier die Sicherung und hier die fetten Kühlrippen. Das Ding hat eine Wärme gezogen, da träumst du davon, so dass man hier sogar einen Ventilator eingebaut hat. Absolut. Unüblich, denke ich mal, dann in den späteren Geräten, also da war das so in der Form gar nicht mehr drin. Eine riesige Kasse hier, wie ich hörte, wenn man 2 Mark einwarf, das fiel sofort hier rein in diese riesen Monsterkasse. Ja, und hier die klassischen Münzröhren, die dann, glaube ich, auch bis zu einer gewissen Höhe gefüllt sein müssen, sonst hat das Ding ein Problem bei einer Auszahlung. Okay. So, eine schöne Sache, finde ich immer cool, wenn das noch da ist. Hier das Typenschild, Zulassung PTB, Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Und hier sieht man, der musste am 29. Februar 1984 raus aus der Aufstellung. Und damals war, glaube ich, nur 3 Jahre Zulassung. Später dann 4 Jahre, soweit ich weiß. Und dann sind wir also bei 81. Vor 41 Jahren hat das irgendein Automatenaufsteller mal in eine Spielhalle oder eine Kneipe gehängt. Ich selber kann mich nicht entsinnen, also damals war ich noch minderjährig, kann mich aber auch nicht entsinnen, dass ich den mal gesehen habe. Ich vermute mal, dass der eher in den Spielhallen rumgehangen hat. Okay. So, dann placke ich mal in und dann schauen wir mal.
Hier unten gibt es weder eine Startautomatik noch eine Risikoautomatik, was natürlich dann nachher Standard wurde. Und das wäre es natürlich jetzt, wenn die Ausspülung reinläuft. Lache ich mich schlapp. Hammer. Hier musst du wirklich richtig oldschool, also 70er Jahre mäßig noch manuell nachstarten, wenn du hier halt die Scheiben ohne Krone oder so weghaben wolltest. Und die Risikoautomatik. So, jetzt habe ich einen 80er hier. Geiler Sound, der typische Crown Sound, und der hat noch dieses Highspeed-Risiko. Und was hier auch eingebaut ist, das, da kann ich mich noch entsinnen, in die... Ui, 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 ui. Oh, wow, 1,60 mit Krone, weg. Tschack. An was ich mich noch entsinnen kann, als ich das erste Mal auf diese Crown-Automaten traf, damals dann volljährig in der Spielhalle, diese Ur-Crown-Geräte, ich glaube, da gab es noch den Jubilee und dann noch so eine Kiste, ich glaube, die hatte irgendwie 1, 2, 3, stand da drin mit 3 Kronen oder so, ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Da war es so, bei diesem Risiko, wenn du zu schnell gedrückt hast, dann hat er den Gewinn aufgebucht, also ganz skurril eigentlich. Ne? Du musstest also entweder warten, bis er aufgehört hat mit dem laufenden Spiel und dann auch mit der Risikochance, wenn du den Gewinn mitnehmen wolltest. Oder wenn du zu schnell gedrückt hast, dann hat er das aufgebucht. Ich warte nochmal, bis ein Gewinn kommt und dann hoffe ich mal, dass ich das zeigen kann hier. Und ich hoffe, dass ich hier nicht ewig warten muss, bis ein Gewinn kommt. Das kann nämlich teilweise dann schon mal ein paar Spielchen dauern. Ja, mir wurde empfohlen, diese Filzgleitbremse oder wie immer sich das nennt, nochmal zu warten und auch die Achsen, also das mal irgendwie demontieren, das soll gefettet werden, meinte er. Er hat ja also diese Laufgeräusche und dann würde der auch ganz geschmeidig laufen. Was ich sagen kann, wer Interesse hat hier an dem Gerät und mir den vielleicht abkaufen will, der kann sich gerne melden, weil ich grundsätzlich halt ein Flipper-Mensch bin und kein Geldspiel-Sammler, Geldspielautomaten-Sammler. Nach einer gewissen Zeit würde ich das Gerät dann sicherlich abgeben. Gut, jetzt schauen wir nochmal, ob er denn hier, das lasse ich natürlich, mal ein Gewinn spuckt. Ah. Na? Bau. Schade. Soll es jetzt sein? Bau. Mensch, Mensch, Mensch. Ob das noch was wird heute. Ja, aber auf der anderen Seite kann man gut sehen, so war es ja damals in der Spielhalle. Einmal 30 Pfennig, nach 30 Pfennig wurde abgebucht, vermeintlich ein kleiner Betrag. Aber ja, du konntest da Kohle lassen, da träumt man von. Ja? Und muss ich niemandem erzählen, der sich auskennt in der Szenerie, dass da sich manche böse reingeritten haben. Ja... Alles aus 30 Pfennig zusammengesetzt. Ne? Na gut. Ich denke mal, ich beende mal meine Vorstellung hier vom Ur-Crown 1981 von Bergmann. Und das mit dem Risiko spare ich mir, wie gesagt. Also hier bietet er an. Und wenn du nicht den Rhythmus abwartest, sondern relativ schnell drückst, dann... bucht er den Gewinn auf, sofern man nicht
sowieso verloren hat. Okay, viel Spaß beim Schauen hier von diesem Video, von diesem großen Klassiker. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, ne? Macht's gut. Aber erstmal noch die Ausspielung. Bau! Tschüss!